Ich habe hier von Avision das Gerät AN335W vor mir. Wenn ich hier auf den Bildschirm schaue, dann finde ich hier die Funktion E-Mails zu verschicken. Das heißt, ich kann ein Dokument scannen und das wird dann eben an eine E-Mail-Adresse verschickt. Das kann zum Beispiel praktisch sein, weil manche Drucker haben ja genau die umgekehrte Funktion. Sie können E-Mails empfangen und drucken einfach den Anhang aus. In der initialen Konfiguration, wenn das Gerät geliefert wird, bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung. Ich muss als erstes einen E-Mail-SMTP-Server konfigurieren. In diesem Video schauen wir uns an, wie man das bei dem Avision AN335W nachholt. Los geht's nach dem Intro. Man könnte jetzt hergehen und das Ganze über den Touchscreen konfigurieren. Das macht aber nicht wirklich Spaß und ich empfehle immer, die Web-Oberfläche des Gerätes zu benutzen, vor allem weil man dann auch komplexe Passwörter eintippen kann. Ich bin jetzt hier also auf der Web-Oberfläche meines Avision-Geräts, klicke einmal auf Anmelden und im Standard habe ich eben das Passwort und den Benutzernamen AdminAdmin. Man könnte jetzt meinen, dass das Ganze sich hier unter E-Mail Standard verbirgt, das ist aber nicht der Fall. Das finden wir unter den Netzwerkoptionen und unter E-Mail Server oder Mail Server. Hier finde ich es etwas befremdlich, dass der SMTP-Port 25 als Standard angegeben ist. Erstens ist das brandgefährlich, den zu benutzen und zweitens haben den die meisten Mail-Anbieter gar nicht mehr im Angebot, da es sich hier um einen unverschlüsselten Port handelt. So, was trage ich jetzt hier für eine E-Mail-Adresse ein? Ich könnte jetzt auf die wahnsinnige Idee kommen, meine Google Mail oder Gmx Adresse einzutragen. Das würde ich aber wirklich nicht raten. Ich würde ja keine private Mail Adresse eintragen, sondern würde nur für den Zweck für diesen Versand hier eine erstellen. Wer so ein Avision Gerät hat, der hat wahrscheinlich auch eine kleine Firma oder zumindest eine Homepage und wer eine Homepage hat, der hat da auch Mail-Konten dabei. Und wer die bis jetzt noch nicht genutzt hat, der kann die jetzt genau für diesen Zweck nutzen. Wie ihr wisst, habe ich auch eine Homepage und bei Hetzner habe ich natürlich auch E-Mail-Adressen. Ich habe mich jetzt also in meinen Account eingeloggt und unter dem Punkt E-Mail kann ich dann einfach eine neue Mailbox anlegen. Die lege ich jetzt mal an und der Name der Mailbox ist dann tatsächlich Avision. Wenn ich jetzt mehrere Geräte hätte, könnte ich sogar hier den genauen Namen in die E-Mail-Adresse schreiben, damit ich das besser zuordnen kann. Zumal ich ja auch bedenken muss, wenn ich jetzt diese E-Mail-Adresse für andere Zwecke benutze und würde hier das Passwort ändern, müsste ich auch immer dran denken, in meinem Avision-Gerät das Ganze zu ändern. Also deshalb hier lieber kleinteilig vorgehen und halt ja die Mail-Adresse dann auch nur für dieses Gerät benutzen. So, jetzt kann ich einfach das Passwort generieren lassen und das kann ich jetzt hier einfach rauskopieren. Das ist jetzt nämlich der Vorteil von dieser Web-Oberfläche, da kann ich halt komfortabel das Ganze hin und her kopieren und muss mir da keine Gedanken um die Sicherheit machen. Generiertes Passwort macht hier also absolut Sinn. So, ich gehe in den Webmanager und jetzt kann ich hier einen E-Mail-Server einstellen. Das muss ich halt rausfinden für meinen Provider. Zum Beispiel gibt es hier die Dokumentation bei meinem Provider Hetzner, bei dem heißt der SMTP-Server mailyourserver.de. So, einfach hier eintragen und jetzt ist die Frage, welchen SMTP-Port nehme ich denn? Naja, da gehe ich auch wieder auf die Hetzner-Seite und scroll ein bisschen runter. Und für SMTP kann ich mir jetzt zum Beispiel die 587 raussuchen. So, gebe ich mal ein, 587. Und dann muss ich auch bei der Verschlüsselung STAR-TTLS oder START-TLS auswählen. Das ist ja im Prinzip das, was jetzt hier auch steht. Und Start TLS oder TLS mit der 587. Tatsächlich geht auch noch die 25 und zu meiner Überraschung sehe ich hier, dass die auf dem Port auch schon eine Verschlüsselung aktiviert haben. Allerdings steht hier schon veraltet, deshalb lieber hier das fettgedruckte nehmen. So, Authentifizierungsmethode schalte ich natürlich auch ein. Ich möchte mich ja anmelden. Und ich habe ja gerade gesagt, avision@usefulvid.com ist jetzt hier meine Adresse. Das Passwort kopiere ich jetzt hier raus. Das kann ich mir jetzt speichern, kann mir das aber im Zweifel wahrscheinlich sogar sparen. Wenn es hier halt Probleme gibt, generiere ich das Ganze neu. So, das E-Mail-Konto richte ich jetzt erstmal ein. Das können wir jetzt zumachen. Hier klicke ich auf Speichern. Jetzt gibt es diese Mailbox, die wurde jetzt erfolgreich erstellt. Und hier sage ich dann Prüfung.
Jetzt prüft er gegen meinen Hetzner-Server, ob das Ganze funktioniert hat. Hier steht jetzt Ausführung erfolgreich. Das würde ich mal als Erfolg verbuchen. Also hier einmal OK klicken. Und ich würde sogar mal hier auf Aktualisieren klicken. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze dann Speichern bedeutet. Auf jeden Fall haben wir das Ganze jetzt so hinterlegt. Wer jetzt denkt, dass die E-Mail-Funktion fertig konfiguriert ist, liegt ein bisschen falsch. Und wenn man jetzt versucht, eine Mail zu verschicken über den Scanner, wird man mit der Fehlermeldung konfrontiert, dass im Anfeld keine korrekte Adresse steht. Ja, um jetzt diese Fehlermeldung auch noch zu beheben, wird es etwas dubios, denn eigentlich habe ich ja hier meine ganzen E-Mail-Einstellungen getätigt. Tatsächlich muss ich jetzt aber auf der linken Seite nochmal auf E-Mail-Standard gehen. Klicke ich einmal drauf. Und hier gibt es noch die E-Mail-Optionen. Und wenn der Scanner jetzt eine Mail schickt, dann muss auch ein Absender drinstehen und genau der fehlt hier nämlich. So, das Ganze habe ich jetzt hier einfach mal ausgefüllt. Klick einmal auf Aktualisieren. Ausführung war erfolgreich. Hier kann man wie in den anderen Menüs auch natürlich noch ein paar Einstellungen vornehmen. Ich brauche hier keine Vorschau, beziehungsweise in dem Fall würde ich die sogar mal lassen. Autodrehung schalten wir natürlich ein. Und bei der Auflösung wähle ich 300 dpi und Farbmodus zumindest mal grau und nicht schwarz-weiß. Hier kann man jetzt auch noch einen Betreff wählen. Also ich bin da raus, warum der nicht dann hier auch noch zu wählen ist, wenn ich doch hier auch die ganzen anderen E-Mail-Optionen habe. Gut, ich trage mal hier den Betreff ein. E-Mail von Vision. So, klick nochmal auf Aktualisieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim Scanner wieder. Ich teste jetzt die E-Mail-Funktion, indem ich einmal Überraschung auf E-Mail gehe. Bei An trage ich wieder eine meiner Useful with E-Mails ein. Was man auch schon sehen kann, ist, dass hier ein paar Optionen übernommen sind, also E-Mail von Vision zum Beispiel, die Auflösung ist höher. Also das sieht für mich schon mal ganz spannend aus und ich würde jetzt mal versuchen, das Ganze zu versenden. Ich bin gespannt, ob es klappt. Versendet ist ja jetzt erstmal noch nichts. Jetzt zeigt er mir hier eben die zwei Seiten an, die er gescannt hat. Eigentlich sollten es vier sein, deshalb breche ich das Ganze mal ab. Und der Grund, warum es nur zwei waren, war, dass hier nur einseitig eingestellt war. Ich stelle mal zweiseitig ein und würde jetzt nochmal mein Glück versuchen. Und hier unten sehe ich schon, dass hier steht 1 von 4 Seiten. Das Ganze hat jetzt also geklappt. Und dementsprechend würde ich das Ganze jetzt so versenden. Vorschau kann ich mir hier so ein bisschen anschauen. Auf jeden Fall würde ich sagen, verschicken. Zum Schluss noch gezeigt, dass das Ganze wirklich per Mail bei mir angekommen ist. Ich habe jetzt also das PDF hier und das ist in Graustufen, so wie ich es eingestellt hatte. Ich werde das Ganze jetzt nicht noch im Detail zeigen, weil bestimmt HelloFresh da irgendwelche Urheberrechte dran hat, aber so immerhin mal gezeigt, dass das automatische Drehen zum Beispiel funktioniert hat. Ja, das war's zum Thema Verschicken und Scannen per Mail. Ich habe jetzt einfach eine Mail empfangen und im Anhang war dann eben das PDF. Einen letzten Kommentar dazu möchte ich vielleicht noch abgeben. Wer sich für diese Option entscheidet, dem muss halt klar sein, dass seine Scans einmal Richtung Internet geschickt werden. Zumindest wenn der Mail-Server oder einer der Mail-Server nicht im Heimnetz steht. Wer also vertrauliche Daten scannt, der sollte sich für eine andere Lösung entscheiden, zum Beispiel auf ein FTP- oder SMB-Laufwerk im Heimnetz zu scannen. Oder im Firmennetz, je nachdem wo man halt scannt. Wie das geht, habe ich in einem anderen Video gezeigt, das blende ich jetzt in der Outcard ein.